Was ist denn mit dir los? Wieso? Hey, was machst du da? Ich bereite mich vor. Auf was? Schaust du wieder die Medienmitteilung vom Bundesrat? Nein, Vorstandssitzung. Ich habe Vorstandssitzung. Was haben wir für Zeit? 3 vor 8. So, jetzt muss ich hier das Dokument aufmachen. Leeres Dokument erstellen. Speichern unter Sternengässler. Vorstandsunterlagen. Speichern. Ja. Was ersetzen? Dokument ersetzen? Okay. Oh, erwischt! Yes. Oh nein! Ah, so. Ja. Arial 12 Fett. Voilà. Ah. Jetzt kann's losgehen. Der Schreiber 1 ist parat. Sally, Dominik, hörst du mich? Patti, alles bestens. Ja, ich höre dich. Wie geht's? Dominik, hörst du mich? Ich höre dich nicht. Ah, Mist, jetzt. Sali, Patti, ja, ich höre dich. Du mich jetzt auch? Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt höre ich. Alles klar bei dir, Dominik. Sali, Günther. Bestens, und bei dir? Gut, merci, merci. Ja, Sali, Barbara. Und bei dir auch alles gut? Ja, danke. Und selber? Gut, gut, merci. Ah, die Lisa schaltet sich auch gerade ein. Verreis jetzt! Das ist eine Vorstandssitzung. Ich werde ja als Passivmitglied wohl noch dürfen Klienti sagen. Lisa, wir hören dich noch nicht. Sali zusammen. Ja, Sali, Karol. Hört ihr mich jetzt? Hallo. Ja, Lisa, ja, jetzt ist gut. Ja. Ah, Sali, Karin, schön bist du. Sali zusammen. Sali zusammen! Von da, kann ich noch einen Becher haben, bitte? Barbara, der Röni hockt schon mit dem Schaf weg! Ja, Sali, du bist schon lange mal dort. Sali zusammen! Gut, ich glaube mir fühlen an. Er fehlt nur noch der Banduhrenchef. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Vorstandssitzung. Ah, da kommt er gerade. Sali zusammen, sorry für die Verspätung. Ich habe gerade noch Schariware-Sitzung gehabt. Hallo Erik, kein Problem, lass mich den Ersten an. Also, nochmal herzlich willkommen zur Vorstandssitzung. Wir haben ja alle das Protokoll von der letzten Sitzung gekriegt. Danke Dominik an dieser Stelle. Hat da dazu noch jemand etwas? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ah, doch, ja, Karin. Im Protokoll steht, dass sich der Jan und den neuen Schürz für den Keller kümmern. Aber ich habe jetzt die Einfachheitshalber gerade beim Training bestellt. Die macht ja die in Neikos selber unterhalten. Wir könnten ja sie unterstützen. Sie hätte ja jetzt auch schwer müssen. Danke, Karin. Dominik, könntest du das in dem Fall gerade so im Protokoll anpassen? Ja, gut, merci. Gut, dann verdanken wir das Protokoll und kommen zum ersten Traktandum, der Runde 2024. Da hat, glaube ich, Lisa etwas. Lisa, ich komme mit dir vor. Von da an, noch Becher bitte, das kommt ja, glaube ich, länger. Ja, danke, Betty. Ja, wir haben das in der Zwischenkommission schon mal besprochen und wollten wegen diesem Jubiläum gerne mit der Trommelkommission zusammen etwas machen. Ich habe das schon mit Nelly vorgesprochen und jetzt sollten wir noch mit Günther ein Wünsche haben wegen der Postung. Nein, ja, jetzt muss ich die Tür machen. Ich soll es nicht noch holen. Aber bist du wahnsinnig? Ich höre nichts mehr. Entschuldige, Herr Schreiber. Kannst du die Büro selber suchen? Günther, wie siehst du das? Gut, es sieht ja unsere Kasse nicht mehr rosig aus, aber mein Vorschlag wäre, dass wir zusätzlich zu den budgetierten 1000 Franken durch die Trommeli nur einen Tausender von Jugendkontrollen auflegen. Also, wenn das für alle stimmt. Ja, Sandra? Da bin ich dagegen. Wir haben gegenüber der Kick
die klar kommuniziert, dass wir das Jubelkonto nur für die Gala oben oder für das Jubelkostüm brauchen. Die wissen ja, was schon nur der Stoff kostet. Ja, halt, halt, halt. Jetzt haben wir endlich einmal wieder ein Jubiläum. Ich meine, das letzte ist ja schon etwa 25 Jahre her. Aber liebe, das haben Jubiläen so an sich, dass sie circa alle 25 Jahre total überraschen können. Ja, aber jetzt müssen wir doch Gottfried Stopf nicht schmürzeln. Erik, wie siehst du das? Also, ich kann mich da grundsätzlich nur anschließen. Wir haben ja schon... Erik, hörst du uns noch? Gut, ich denke, die Diskussion müssen wir dann auf die Jubelsitzung verschieben, wo ja dann auch die Moni vom Jubel-OK dabei ist. Lisa, wenn du das einmal so am Nenni könntest weitergeben. Dominik, du hast das so weit können protokollieren? Nein. Also bis jetzt habe ich noch Patti begrüßt alle herzlich zur heutigen Vorstandssitzung, Klammer 4.1.2022, Klammer zu. René bestellt bei Gordana ein weiteres Bier. Nora übt im Hintergrund und nein, weiter bin ich noch nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Sitzung weitergeht, dann kommt ihr ans Glei Basler Charivari.